Ich bin Pascal und ich habe hier eine alte Midgard-Lampe vor mir liegen. Und in die möchte ich gerne so einen Druckpunktschalter einbauen. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich glaube, ich werde das hinkriegen. Ich bereite jetzt einfach schon mal die Lampe vor, indem ich die Schrauben hier alle löse. Ist immer, dass man die Elemente, die man auseinandernimmt, auch zusammengehörig wieder aufeinander legt, damit man genau weiß, wie es zusammengehört. So, jetzt habe ich das hier schon so auseinandergebaut. Hier sind nur so Abstandshalter drin, wie man sieht. Einige Lampen haben das, aber nicht alle. So, dann muss ich jetzt diese Schraube hier noch rausnehmen. Das ist die Halterung für die Lampenfassung hier. So, und da ich das jetzt nicht rausziehen kann, muss ich von unten das Kabel Stück für Stück praktisch in die Lampe ziehen, dass ich ein bisschen Spiel oben bekomme, damit ich an der Fassung arbeiten kann. Mache ich ganz vorsichtig, dass sich keine Kabel lösen. So, dann kann ich das hier auch weiter durchschieben. Falls das manchmal ganz schwer geht, bei einigen Kabeln ist das so, wenn die Lampe schon sehr verrostet ist, kann man sich mit einem ganz normalen Haushaltsöl helfen, damit es einfach besser rutscht. So, hier habe ich jetzt die zwei Kabel. Das müsste eigentlich Minus sein, das blaue, und das ist, glaube ich, Plus. Geht hier in die Lampenfassung. Und da ich diesen Schalter hier einbauen möchte, werde ich das blaue Kabel einmal durchtrennen. Und das, wie man hier sieht, einmal hier rein. Die eine Seite und einmal da reinstecken. Und dann habe ich hier an der Lampe schon ein Loch und da kommt der Schalter rein. Aber das zeige ich gleich. Ich nehme jetzt erstmal einmal den Schalter auseinander. So, dann brauche ich hier einen kleinen Schlitz, Schraubendreher. Und wie gesagt, ganz wichtig, die Teile immer alle zusammenlassen. So, wenn das hier so nicht gleich aufgeht, manchmal sind da solche, ist so eine Steckverbindung, dann muss man das ganz vorsichtig aufheben, ganz langsam. Am besten geht man hier so vorsichtig einmal rum und hebelt das immer ein bisschen mehr. Ah, das ist schon brüchig, mal aufpassen. Obwohl, ich brauche das gar nicht so weit öffnen. Nee, das brauche ich ja gar nicht, sehe ich gerade. Hier kommen ja die Kabel rein, dann muss ich dann hier gleich wieder die Schraube festmachen. Okay. Dann muss ich jetzt das hier mal abnehmen. Das hier von dem Mantel etwas entfernen, weil ich brauche das blaue Kabel als längeres Kabel, weil ich das so ein bisschen umknicken muss. Das heißt, ich werde hier also das natürlich nicht durchkappen. Ich mache das mal hier so. Ich mache praktisch nur einen dünnen Schnitt. Normalerweise gibt es da auch spezielle Kabelabzieher. Sowas habe ich aber nicht, aber es geht auch so. Man kann es aber auch mit einem Messer machen. Also muss man ganz vorsichtig mit Gefühl, dass man, wie gesagt, diese beiden kleinen Kabel nicht durchtrennt, nur das dicke. Nur der Mantel. So, dann probiere ich das mal aus, ob sich das hier schon lösen lässt. Ach, da habe ich es jetzt schon. Und jetzt werde ich das hier entweder abholen. Man kann es aber auch mit der Schere hier vorsichtig abschneiden, was man gerade so zur Hand hat. So, der wird entfernt und jetzt werde ich das blaue Kabel durchtrennen. Ich gucke noch mal sicherheitshalber einmal, in welcher Länge ich das brauche. Ich habe den Schalter hier schon einmal kurz eingebaut, den nehme ich aber gleich wieder ab. Mal kurz die Länge überprüfen.
So, dann würde ich das jetzt hier ganz mutig einmal durchtrennen. Zack. Und jetzt muss ich das hier nochmal genau das gleiche machen, um hier nochmal den Mantel etwas abzunehmen. Aber hier muss ich sehr vorsichtig sein, weil das ja viel, viel dünner ist. Somit schneidet das viel eher ran. Ich bin auch schon durch, sehe ich gerade. Die andere Seite auch. Also das sollte man auch vorhin in einem Kabel einmal üben, weil das passiert wirklich ganz schnell ohne diesen Kabelabtrenner, dass man das durchschneidet. Sehr schön. So, und wenn ich das jetzt hier so habe, dann drehe ich das, die Drähte einmal so zusammen. Dann kann man die besser in die Box stecken, in diese kleine Druckschalterbox. Wieder ab. Dazu löse ich diesen Ring einfach und kann die hier so rausnehmen. So, jetzt bin ich genauso gespannt. Jetzt stecke ich hier das eine Kabel rein, so weit wie es geht. Und dann nehme ich mir meine kleine Schraube hier. Mein Schraubendreher da. Den Schlitz brauche ich hier wieder, einen kleinen Schlitzschraubendreher. So, und das ist also wie gesagt ein einpoliger Schalter. Es gibt auch welche, die haben auf beiden Seiten Ausgänge, aber mit denen kenne ich mich nicht aus. So, bevor ich das jetzt gleich alles ranschraube, werde ich das erstmal ausprobieren, ob das jetzt funktioniert. Da braucht man mal ein Verlängerungskabel. Das habe ich aber jetzt nur zum Testen. Schraube ich meine Glühlampe hier einmal rein. Und wenn das alles klappt, dann kann ich das befestigen. So, dann bin ich ja mal gespannt. Es funktioniert schon mal und es funktioniert. Na, da freue ich mich ja. So, und jetzt gilt es darum, das hier alles wieder reinzubauen. Die nehme ich einmal raus, nicht, dass sie noch kaputt geht. Genau, gucke ich, hier ist dieses große Loch, da wo dieser Schalter reingebaut wird. Dann schiebe ich das hier alles wieder ordentlich durch. Ach so, vorher muss ich ja die eine Schraube hier noch festlegen, sehe ich gerade. Die kleine hier, die geht hier noch einmal wieder rein. Die hält nur diese Halterung fest an der Fassung. So, dann sieht man jetzt, hier kommt jetzt mein kleiner Schalter durch. Den stecke ich da einfach so durch. Dann schraube ich das hier wieder fest. Ein bisschen mittig. Man könnte auch, wenn man möchte, noch so eine Unterlegscheibe darunter machen. Wird wahrscheinlich ein bisschen schöner aussehen. Vielleicht mache ich das auch nochmal. So, und jetzt muss ich die Fassung ganz vorsichtig einmal so reinlegen, dass mir nicht die Kabel hier rausrutschen. So ein bisschen mit Gefühl. So, dann sieht man hier, mache ich jetzt die Fassung fest am Schirm. Und jetzt schraube ich die wieder komplett zusammen. Dann muss ich diese Kabel hier wieder einmal durchziehen. Und so geht es natürlich auch bei allen anderen Lampen auch. Das
muss nicht so eine alte Gelenkarmlampe sein. Achso, andersrum hier das größere Loch in dem Fall. Ach, die Abstandshalter hätte ich ja fast vergessen. Ha! Nochmal ein bisschen Lampenspiel hier. So, die bauen wir ja wieder mit ein. Den stecke ich hier einfach nur so rein. Das lasse ich gleich noch mal ein bisschen locker, weil ich das gleich, wenn ich die Lampe festmache, da wo ich sie haben möchte, noch mal ein bisschen justieren. Normalerweise sollte dieser Schalter natürlich oben sein. Man könnte sicherlich den Schirm auch noch mal umdrehen. Mich stört das jetzt aber überhaupt nicht. Ich lasse es jetzt auch einfach so. Also wichtig ist natürlich immer, dass der Strom immer rausgenommen wird, bevor man hier mit Lampen, Elektrik, irgendetwas macht. Niemals drin lassen. Auch wenn das vermeintlich ausgeschaltet ist. Aber immer alles rausnehmen. So, jetzt ist hier zusammengeschraubt. Und jetzt werde ich es hier noch einmal testen. Mit dem Strom. Erstmal die Glühlampe rein. Funktioniert. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr das gerne liken oder abonnieren. Und ich denke mal, in regelmäßigen Abständen kommt das nächste Video von mir. Vielen Dank.